Wacker daumelt seit Wochen am Abgrund. Knapp 10.000 Fans hoffen trotzdem noch auf die Schubumkehr. Trainer Kraft setzt auf den Afrikaner Emmanuel Clotti. Er erhält den Vorzug vor Tirols neuen Toremann Peter Oros. Die erste Chance haben vorerst einmal die Burgenländer, die ohne Mörz und Janker aufs Tivoli gekommen sind. Flanke Dolleschal. Und Cem Atan mit der ersten Riesenmöglichkeit. Doch der Nationalspieler verzieht. Schöne Flanke, Lindner verfehlt und Cem Atan einige Meter neben das Gehäuse. Wacker muss heute gleich auf 5 Stammspieler verzichten. Dementsprechend verunsichert ist der Beginn der Tiroler. Hier einmal Clotti mit der ersten Möglichkeit. Er trifft aber nur das Außennetz. Dann die folgende Szene. Ein weiter Abschlag. Ein Foul an Kübauer. Feldhofer fault hier Kübauer. Wir sehen es noch einmal in der Zeitlupe. Freistoß für die Burgenländer. Csmadia. Pavlovic lässt den Ball aus und Matthias Lindner sagt danke vielmals. Das Team, das seit 13 Runden auswärts nicht mehr gewonnen hat, führt am Tivoli mit 1:0. Hier noch einmal das Tor des erst 19-jährigen Matthias Lindner. Was folgt, ist viel Leerlauf beim Tabellenschlusslicht. Erst knapp vor Ende der ersten Halbzeit diese Möglichkeit, doch Martin Dollinger schießt weit, weit übers Tor. Schöne Vorbereitung von Michael Madl. Und dann dieser Abschluss. Noch einmal die Innsbrucker. Clotti setzt sich gegen Csmadia durch, fällt im Strafraum. Die Zuschauer fordern vehement Elfmeter. Doch Schiedsrichter Grubelnik sagt nein. Und er liegt richtig damit. Clotti ohne Berührung von Torhüter Alma. Eine richtige Entscheidung von Schiedsrichter Grubelnik. Ja, das war's auch schon aus Halbzeit 1. Und viel sieht er von seinen Jungs in der zweiten Hälfte nicht mehr. Ganz im Gegenteil, die Burgenländer machen Tempo, machen Dampf. Christian Fuchs schraubt mit einer kurzen Abwehr und da ist der Ball im Tor. Akos Kovrig zieht ab aus 20 Meter. Torhüter Pavlovic chancenlos. Wieder die Burgenländer, wieder ein Pfiff. 11 Meter. Für Mattersburg entscheidet der Schiedsrichter. Ein Foul, ein angebliches Foul von Schrott. Der spielt allerdings nur den Ball. Da liegt er falsch. Schiedsrichter Grubelnik, rote Karte und Elfmeter für Mattersburg. Didi Kübauer, 0:3. Das ist die endgültige Entscheidung. Für Trainer Kraft kommt es aber noch schlimmer. Wenige Minuten nachher der eingewechselte Mansberger legt zurück. Und Matthias Lindner mit dem zweiten Tor an diesem Tag. 0:4. Die Burgenländer stürzen die Tiroler in die Zweitklassigkeit. Und weil es so schön ist, am Ende noch diese Szene. Didi Kübauer, ungehindert kommt er hier zum Kopfball. Und wenige Minuten vor Schluss, 0:5. Die Hinrichtung ist damit perfekt. Wacker muss sich nach einer katastrophalen Saison mit der Zweitklassigkeit abfinden. Ich glaube, jetzt, ich habe noch nicht nachgedacht, was wirklich passiert ist. Ich habe noch nie bis jetzt in meiner Karriere nie abgestiegen. Aber wahrscheinlich muss jeder sowieso einmal erleben. Aber wahrscheinlich morgen, wenn ich aufstehe, dann wird es sicherlich schlecht. Ja, mir geht es im Moment sehr, sehr schlecht. Im Grunde ist jetzt eine große Leere da. Es gehen einem noch Bilder durch den Kopf und jetzt ist leider Gewissheit, dass wir absteigen müssen. Bonjour Tristesse, bonjour Zweite Liga. Wacker Innsbruck muss nach 29 Jahren, unabhängig vom wirtschaftlichen Crash des FC Tirol, wieder zurück in die Zweite Liga. Und das ausgerechnet in eure Jahr. Was für ein Tag war das heute, an sich ganz genau das richtige Wetter für ein schönes Fußballmatch. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei Tirol heute am Sonntag. Aber leider, es hat nicht sollen sein. Der FC Wacker Innsbruck hat mit einem 0:5-Debakel gegen Mattersburg auf eigenem Rasen den Abstieg besiegelt. Bis auf Weiteres ist es vorbei mit Bundesligaspielen am Tivoli. Es ist der Höhepunkt einer total verunglückten Saison. Die Durchschnittstruppe aus Mattersburg versetzt Wacker Innsbruck mitsamt seinen Fans heute endgültig den Todesstoß. Mit einer peinlichen 0:5-Niederlage auf dem ehemals gefürchteten Tivoli zeigen die Burgenländer schonungslos die Schwächen der Tiroler auf.
5 Tore, die symptomatisch für die völlig hilflose Wackertruppe sind. Was bleibt, ist null Perspektive und Ratlosigkeit. Ja, mir geht es im Moment sehr, sehr schlecht. Im Grunde ist jetzt eine große Leere da. Es gehen einem noch Bilder durch den Kopf und jetzt ist leider Gewissheit, dass wir absteigen müssen. Bonjour Tristesse, bonjour zweite Liga. Nach 29 Jahren, unabhängig vom wirtschaftlichen Crash des FC Tirol, muss der heimische Spitzenklub wieder zurück in die zweite Liga. Und das ausgerechnet im Eurojahr. Und dazu begrüße ich jetzt den Geschäftsführer vom FC Wacker Innsbruck, Georg Willeitz. Danke fürs Kommen. Gerne. Herr Willeitz, was bedeutet denn dieser heutige Tag jetzt für Sie und für den Verein? Ja, jetzt sind wir mal beim Verdauen der Situation. Natürlich ist es unendlich tragisch, wenn man aus der Bundesliga absteigt. Ich selber kann mich erinnern, wie ich als 14-Jähriger am Tivoli gesessen bin und abgestiegen bin. Ich habe mir gedacht, 3 Wochen als Geschäftsführer, dass mir diese Situation erspart bleibt. Aber letztendlich ist es jetzt tragisch, aber man muss jetzt die Ärmel hochkrempeln, nicht anfangen, sich krank zu jammern oder tot zu jammern, sondern jetzt gilt es, die Weichen für die Zukunft zu stellen und endlich langfristig zu planen. Nicht nur von einem Jahr auf das nächste, sondern ein Konzept zu liefern, das den Nachwuchs, die Amateurmannschaft und die Kampfmannschaft mit einbezieht, um wieder zurückkehren zu können. Zur Zukunft werden wir gleich sprechen. Zunächst aber doch noch einmal zu diesem heutigen Nachmittag. Jetzt ist es das letzte Bundesligaspiel gewesen, auf längere Zeit, wahrscheinlich leider. Und ausgerechnet mit einem 0:5-Debakel, ist das symptomatisch für eine ganze Saison? Das ist noch der tragische Schlusspunkt. 5:0 zu Hause zu verlieren, es ist schlimmer, geht es eigentlich gar nicht nach dieser Saison. Wobei der Abstieg ist sportlich verdient, wenn man 15 Spiele im Herbst spielt und 5 Punkte macht, 12 Spiele jetzt im Frühjahr spielt und 8 Punkte macht und nur dazwischen ein kurzes Zwischenhoch hat, dann muss man leider so ehrlich sein und sagen, der Abstieg ist tatsächlich verdient und so ist es.